Ganz ehrlich, Leute, ich liebe diesen Roller. Ich liebe diesen Roller über alles. Er sieht geil aus. Er fährt sich wirklich sehr gut. Also der Motor ist wirklich sehr gut. Also Hammer. Und das Fahrverhalten, das Handling, finde ich wirklich einfach nur phänomenal. Es macht wirklich Spaß. Das Licht ist super. Also das normale Licht ist super und das Fernlicht dann auch nochmal. Die Bremsen sind sehr gut. Den Motor hatte ich ja schon angesprochen. Ich finde, der Motor im originalen Zustand hat richtig, richtig Power. Er hat viel Platz. Hier Platz und auch für den Sozius recht viel Platz. Er hat hier so ein Digitaltacho mit Bordcomputer und so weiter. Das haben nicht viele Roller. Ich weiß, wenn es mal kaputt geht, kann es teuer werden. Es gibt auch wenig Ersatzteile, aber trotzdem geil. Und es ist ausgeleuchtet, vielleicht sieht man es ja. Die Bremsen, die haben richtig Hebel. Also teilweise haben auch Motorräder solche Bremshebel. Und diese Armaturen hier auch erinnern an Motorräder. Das ist mal so mein Lieblingsroller. Vielleicht nicht mein Traumroller, aber wirklich mein Lieblingsroller. Ein Kritikpunkt hätte ich aber trotzdem zu sagen. Und zwar, beziehungsweise ich sag mal anderthalb Kritikpunkte. Also dieses einhalb Kritikpunkt, sage ich mal, wegen dem Helmfach, weil da halt wirklich nicht so viel reinpasst. Das ist wirklich nur so ein Notfallfach, sage ich mal, für vielleicht Werkzeug oder irgendwie sowas. Und das Nachfüllen von Öl. Das Öl kommt ja hier, also hier drunter ist der Behälter für Öl. Und das Doofe ist, man muss es immer hier abschrauben. Einmal hier und einmal da. Und ich habe die Schrauben jetzt schon extra draußen gelassen, also nicht festgeschraubt, weil ich ja eigentlich sehr viel fahre und ich habe keinen Bock, immer einen Schraubenzieher dabei zu haben und das abzumachen, um nur ein Öl nachzufüllen. Das finde ich ein bisschen kacke, muss ich ehrlich sagen. Also fand ich jetzt wirklich nicht so cool. Aber ansonsten, ich meine, Einschränkungen gibt es immer, ne? Ansonsten echt ein Top-Roller, kann ich wirklich jedem empfehlen.